Nee, ich hätte gern die Taschenlampe trotzdem wieder. Jetzt kommt hier diese, also der Soundtrack ist manchmal ein bisschen unnötig. Jetzt kommt wieder dieses. Ich hoffe, ihr hört das. Wahrscheinlich hört ihr mich jetzt schon gar nicht mehr. Aber schaut euch das mal an, wie viele Zombies das sind. Wie soll man denn als Typ, der jetzt nur eine Taschenlampe dabei hat, hier überhaupt was erreichen? Da steht noch ein Wasser, ihr seht, da schwebt noch ein Wasser auf dem Wagen da. Da liegt noch ein Zombie. Da liegen noch einige Zombies hier rum. Und da hinten ist schon wieder was Neues. Ich glaube, hier brauchen wir es gar nicht erst versuchen bei den ganzen Zombies. Wir können uns, wenn das nur einer ist, können wir uns mit dem mal anlegen. Dann rennen wir ein Stück in die andere Richtung, wo wirklich gar keiner ist dann. Und können den mal töten. Also ich hoffe, es klappt dann auch. Damit wir ein bisschen was sehen hier. Ja, ich hoffe, dass jetzt nur der aufsteht. Aber hier ist schon mal keiner. Na, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, jetzt seht ihr schon, er ist aufgestanden und läuft uns jetzt hinterher. Wir sind natürlich schneller als er, das wäre natürlich auch ein bisschen... Wir laufen so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Ne? So, einmal muss er zuschlagen. Warum sind wir eigentlich so niedrig? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, einfach drauf. Ich muss nur die anderen Zombies im Auge behalten. So kann er uns nicht treffen, wenn wir ständig drücken. Aber ich weiß auch nicht, ob er dann überhaupt Schaden nimmt. Vielleicht kommt es auch darauf an, ob er Kopftreffer bekommt oder nicht. Und der wackelt auch ganz schön rum hier. Eieiei, jetzt komm. Ich frage mich nur gerade wirklich, warum wir so klein sind. Oder warum er so riesig ist. Jetzt zweimal um. Ist nicht so toll fürs Let's Play hier. Also ihr seht schon, das dauert ewig mit der Taschenlampe. Und sobald ein zweiter kommt, wären wir jetzt tot. So, gleich trifft uns was von hinten wahrscheinlich. Das Schwarze soll wahrscheinlich Blut sein oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ah, ein schönes Gesicht hat er ja, ne, wenn wir mal reinschauen. Alter, reicht dann auch jetzt mal, Kollege. Wie lange brauchst du denn noch? Alter, das ist ja ein richtiger Bulle hier, oder liege ich gerade, oder bin ich blöd? Naja, wir haben ja Zeit. Komm, für die... Ah, guck. So viel dazu, wir haben jetzt 5 XP gefunden. Bleib du weg. Wir können ihn leider auch nicht durchsuchen oder nix, wir können ihn uns nochmal anschauen. Der verschwindet dann noch eine Weile. Aber warum war der so groß? Das ist echt... Keiner in der Gegend? So. Ey, so ein kleiner Grafikfehler passiert. Ja, klein vor allem. Naja, gut. Okay, das war unser erster Zombie, den wir gerade getötet haben. Wie gesagt, nur zur Schau. Wir versuchen mal von hinten... Nee, allein da stehe ich auch schon wieder 2. Hat wohl keinen Sinn, wir gehen einfach mal weiter. Mach's gut, ne, Freundchen. Wir gucken mal, aber wir scheinen gar nicht so klein zu sein. Ich weiß gar nicht, warum. Das jetzt so komisch war. Naja, weiter geht's, weiter geht's. Solange es dauert, desto besser ist es. Weil, wie gesagt, immer einen Tag, nur einen Tag, das hier. Wie lang das hier wird, weiß ich auch nicht. Das ist ja eigentlich ein Endlos-Game. Aber wir werden es natürlich jetzt nicht so in die Länge ziehen, weil wenn wir jetzt hier gar nichts erreichen nach, was weiß ich, 20, 30 Parts, dann mach's gut, liebes Game. Was ist da vorne? Wir schauen mal vorbei. Aber wir finden echt recht viel hier, das ist wirklich cool, kaum Zombies zu sehen. Wir laufen mal von vorne rein. Bis jetzt sieht man noch keine Zombies. Ich muss mal so laufen, sonst zieht das uns zu viel... Energie ab. Okay, da vorne sind die ersten 2. Ach, da drinnen sind doch welche. Hätte mich jetzt auch... Ach, da hinten. Da hinten ist auch einer. Ja, wie gesagt, mit einem können wir es uns... Können wir es ja aufnehmen. Hier außen sind ziemlich viele. Na gut, ich laufe trotzdem mal nach da vorne.
Weil da sieht es relativ ruhig aus. Der eine ist ja noch nicht so schlimm. Und vielleicht können wir dann hier in dieses Haus da rein. Ja, Baum. Okay, weiter geht's. Da hinten ist noch einer, ne? An der Kreuzung, wo wir eben sogar hochgegangen sind. Hatten wir fast schon ein bisschen Glück. Okay, wo ist der eine? Der steht immer noch da. Oh. Wir sollten uns nicht so nah ran wagen. Da sind sogar zwei an der Kreuzung, wo wir eben lang gelaufen sind. Müsste ja die Kreuzung eigentlich sein, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Hab schon wieder die Orientierung verloren. Nee. Ah, guck mal, wir sind von Devil's Pass jetzt hier unten nach Fallsday gekommen. Dann laufen wir vielleicht hier runter mal. Eieiei. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ja. So viel dazu. Dahin. Warum höre ich gerade Zombies? Die ist auch sehr schön. Problem ist, da sind gerade mindestens vier, die ich gerade sehe. Echt, wir sind aber wirklich so klein. Ich will ein bisschen höher sein. Hat keinen Sinn, glaube ich. Okay, in welche Richtung geht es denn jetzt, wenn ich in diese Richtung laufe? Ach, wir müssen natürlich dran vorbei, um da hinten lang zu kommen. Naja, gut, laufen wir halt dran vorbei. Oh, Alter, ist der nah hier. Ich hoffe, wenn ich will nicht, dass uns jetzt gleich einer hinterher rennt hier. Aber wir müssen ja theoretisch hier vorbeikommen. Okay. Go back steht hier. Und danger the fest. Keine Ahnung, was da steht. Ich kann es nicht lesen. It's acted oder sowas. Ha, warum müssen die denn hier so eingezäunt sein, die ganzen Dörfer? Oder diese Stadt hier. Das hätten wir uns vielleicht nochmal hier in ein Haus. Da oben scheint aber auch, scheinen auch Häuser zu sein. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hin. Man kann sich auch so an Zombies vorbeischleichen, aber natürlich nicht direkt und ich weiß nicht, wie nah man da rangehen kann und ich möchte es eigentlich auch nicht erfahren. Weil die töten einen doch sehr schnell. Ihr seht ja unsere Lebensanzeige. Er hat uns gerade mal einmal getroffen und wir sind schon, naja, vielleicht ein Fünftel von unserer Kraft haben wir schon verloren. Von unserer Ausdauer. Okay, es ist ein bisschen unübersichtlich hier geworden. Ich laufe noch mal ein Stück geradeaus, mal schauen, wo es dann lang geht. Oder ich stehe da als ein Liegen hier. Das erste Mal, wo ich so liegende Zombies gesehen habe, dachte ich, es wäre ein Spieler getötete. Wollte mal schauen, was sie im Inventar haben. Und dann steht der plötzlich auf und tötet mich, ne? Ich meine, so schnell geht's. Okay, da hinten scheint einer zu sein. Jo, da hinten ist einer. Ach, da hinten sind drei, vier. Ich laufe mir auf dem Felsen. Man sieht ja einfach nichts hier. Dem Riesengras. Ach, guck mal, vielleicht können wir in diese Scheune da rein. Liegt da einer? Nö, ist ein Stein. Oder ein Kuh oder was das sein soll. Okay, der ist noch ziemlich weit weg, oder die? Gehen wir nochmal hier hin. Oder das ist so ein Stein da, ich hoffe es mal. Egal, wir gehen mal hier rein. Vielleicht haben wir Glück. Ja, das ist eine Kuh. Auf jeden Fall. Ja, da ist auf jeden Fall Zombie. Oh, oh. Da oben ist auf jeden Fall schon mal was. Ich squatsche schon mal hier lang. Ja, ist nicht ganz so toll hier. Ich schaue mich mal absichtlich nicht so um. War wohl mal eine Farm hier. Zwei Leichensäcke sind da auch. Die wohl eingepackt hat. Nicht, dass die uns jetzt gleich sieht hier. Okay, hier geht's. Alter, aber warum kann ich denn hier nicht langlaufen gerade? Dann ist noch Wasser gerade, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade ein bisschen eingeengt hier. Nee, die sieht uns aber nicht. Da kommt auch keiner. Noch Wasser. Dann machen wir erstmal eine Rast, glaube ich. Hier ist ja schön. Okay, Wasser haben wir auch. Oh, okay.
Jetzt weiß ich, warum ich als diese scheiß Zombies höre. Direkt vor der Tür steht einer. Hinter mir hoffentlich nicht, nö. Ich gehe mal so, da ist einer, da ist keiner. Okay, okay. Oder hier ist doch keiner, ne? Nee. Hier ist diese eine, wo sind denn die anderen jetzt hin? Ach, die stehen da hinten, hinterm Zaun.